So, meine Damen und Herren, wir fahren hier zu unserer nächsten Session. Kurz wissen. Ja, das hat nicht gezählt. Wir haben hier offline geschossen. Sorry. Es stand im Weg. Ja, wir fahren dann nach hinten. Wir werden heute da dieses Gebiet rauf erkunden. Schauen, was wir so finden. Wir machen eine Challenge, eine neue Links oben, wie ihr seht, bekommen. Wir müssen eine Brillenente töten. Vielleicht machen wir mal eine Folge Entenjagd. Dann stellen wir das Auto ab. Nämlich Schwarzbären. Abdrücke. Irgendwas Pitti. 300 Meter. Einer ist hinten nach. Gut, Wolf 300 Meter haben wir noch nicht. Interessiert mich tatsächlich auch jetzt sehr, weil eben noch nicht erlegt. Und hier auch den Wolf noch nie gesichtet haben. Ja, das heißt für mich eine Premiere. Ich nehme an, es wird eine Stufe 5 sein. Wir werden jetzt mit Stufe 5 jagen. Steht einer. Jungtier. Männlich. Jungtier weiblich. Nehmen wir den. Ich könnte mir aber ja noch ran. Hier sind oft hier die Wölfe. Falsch. Ja, Stufe 5, habe ich mir fast gedacht. Da muss man noch ein bisschen logisch mitdenken hier. Aber anscheinend nur zwei weiblichen Männchen stehen da ein bisschen weiter links. Da rückt ein Jungtier männlich, erwachsen männlich. Mal raus. Genau hinter denen jetzt. Jetzt unsicher. Gut.
Liegt auf jeden Fall. Unser erster Wolf. Auch schön zu sehen. Also Jagdfeeling natürlich viel besser. Würde ich sagen, als in Call of the Wild. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Also Call of the Wild haben wir eh schon besprochen. Ist ein Coinspiel. Arcade-lastiger. Mit der Grafik der Stadt. Was sehr hoch? Kann auch wegen der Weitsicht eben liegen, dass das unscharf ist. Gut, wir haben den Erwachsenen wieder rausgeschossen. Aber so lernt man dann auch die Gruppen kennen, wenn man sich dann wirklich... Hey, hier? Jetzt von uns war irgendwas. Mal kurz zurückgehen. War ich erschrocken. Aber das interessiert mich jetzt eh nicht dabei mehr. Weil wir uns das so merken, okay. Hier bei dem See Wölfe. Hat jetzt ein Jungtier dabei zum Beispiel. Jungtier, ein Stern. Wenn wir. Hoffe ich, kann nämlich dann. Hoffe ich, kann nämlich dann genauso machen. Da habe ich mir sogar überlegt, ob wir so ein bisschen. Buch fühlen. Quasi, wenn ihr wisst, was ich meine. Dass ich mir. Google eine Karte hernehmen von Afrika und auf der halt Notizen mach. Das ist halt schon Distanz. Sind eigentlich gar kein Weibchen von hier. Haben wir wieder ein Bedürfnisgebiet? Vorne ist ein Hochstand auf jeden Fall. Ups. Vier Stück. Erwachsen, ein Stern, den müssen wir rausnehmen. Mal kurz überlegt, ob ich jetzt mal nachziehe, aber brauchen wir nicht. Männchen weiß ich nicht, wo ich getroffen habe, bin ich auch ehrlich. Schlecht auf jeden Fall. Nicht zufrieden mit dem Schuss gewesen. Drüben gehen Wölfe. Gar nicht zufrieden gewesen mit dem Schuss.
Hab ich ja noch Week, sag ich jetzt einmal. Mann. Aufregung hat's ja keins. Das Weibchen, das ist gleich. Beide Lungenflügel. Sie überlebt. Hab schon gemerkt, der Schuss war nicht gut, aber er liegt trotzdem hier. Also, jetzt bin ich gespannt dann auf den Schuss. Warten wir noch kurz. Erste Schuss war aber nicht drauf, oder? Hat überhaupt nicht gezeichnet jetzt. Bam, erster Schuss ganz tief. Wagen getroffen. Ganz, ganz schlecht. Zweiter Schuss war dann. Rein, also ist er quasi verblutet. Bam, mal ganz schlecht geschossen, der. Man kann nicht drüber reden. Eine miserable Leistung von mir. So, bin ich gespannt. Ja, es war nur ein Schuss, der erste war nicht oben. Der zweite ging halt genau ins Herz, deswegen ist er noch niedergegangen. Hat aber, glaube ich, nicht gezählt als angelockt. Nein. Gut. Wenn da den Fluss jetzt entlang, also den Bach, Fluss entlang gehen. Unser nächstes Ziel. Bison. Da hinten wieder mal. Ach gut, dann sehe ich eigentlich gar nichts. Also Bison und Braun, Schwarzbär. Die fehlen hier noch. Und dieser Sitka-Hirsche habe ich noch nie hier eigentlich gesehen. Die ist wahrscheinlich gar nicht da. Wahrscheinlich nur auf der anderen Karte. Geh zu dem anderen Zimmer. Ich glaube aber die Straße könnte gut sein, weil wir haben da drüben eben dieses Gebiet. Könnte man im Auto sicher bis dorthin. Wölfe.
Halt den Ansitz freischalten gern. Ich glaube halt, das ist schon so gedacht, dass du auch mit Autos zu Ansitzen fahren kannst und dort halt auch bleiben könntest, ein bisschen erkunden. Also wir werden auch Ansitzjagden machen. Ein Feature, das mir auch in Call of the Wild leider fehlt, ist dieses, man hat die Lockrufe und so, aber mir fehlt dieses so, dieses Ankieren, Anfüttern. Tiere muss ja nicht 100% was kommen, ja, aber dass die Chance besteht zum Beispiel. Dass man sagt, man muss eben bis 15 Uhr ankieren, also anfüttern, dass eine Chance besteht, dass es bis einmal am Tag gefressen wird, ja, da wurscht welche Uhrzeit. Das würde es ganz interessanter machen, als du sitzt dort und weißt gar nicht, ob überhaupt was kommt oder nicht. Außer du bist bei irgendeinem. Du bist halt bei irgendeinem Bedürfnisgebiet generell, wo es dann hinzieht. Das kann auch geil sein. Auf der Wald haben wir schon mal Ansitzjacken gemacht, haben wir uns in den Felden Hochstände aufgebaut. Rund um die Felder. Was einfach Pit irgendwo. Da geht ein Schwarzbär. Irgendwo spazieren. Ich habe einen. Ah, vor uns. Ah, habe ich doch den Fuchs gesehen. Habe ich mich nicht verschaut. Nur anscheinend halt. Anscheinend halt habe ich die Wölfe ausgelassen, die zwischen uns waren. Da zum Beispiel. Bison essen oft. Gut. Theorie könnte ich mit dem Auto jetzt da rüberfahren und könnte mir den Hochstand da auf die Bisons warten. Ja? Könnte aber auch mit dem Auto da vorbeifahren und so rundherum. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, wir werden sicher so eine Ansitzjagd auch einmal machen. 16:16. Ich stelle mir sowas in der Nacht, in der Dämmerung ganz geil vor. Vielleicht überlege ich mir da was. Eine Quatschrunde oder so. Ein Thema. Eine Ansitzjagd. Wird mir schon was anfallen. Wird mir schon was einfallen. Ja, die Seite ist tot, aber gut, kann man jetzt nicht sagen. Wir haben irgendwie Wapitis zum Beispiel. Und das ist geil, du siehst die ja von dem Hang. Dass da die Wapitis sind. Die Ehe sind selten, das heißt, sie werden wahrscheinlich da runter. Ausgewachsen, eins ausgewachsen. Ich geh mit. Das wird der Ausklang jetzt dieser Folge. Ist halt eine geile Aussicht. Wenn der andere dann im Multiplayer dort sitzt, kommen die Bisons übrigens. Also wir werden fix so eine Ansitzjagd machen. Jetzt auch Pizzis. Diese hier. Auch schon fast auf der Fläche unten. Wir haben einen Stern erwachsen und zwei Stern ausgewachsen. Und der ausgewachsen, der wird nicht mehr besser, nicht mehr stärker, denn
Er muss weg eigentlich. Dann werden wir uns auch holen. Da unten. Das ist eine Wahnsinnsherde. Wie sonst, also da hole ich Messern. Das ist mir egal. Überlänge Folge für euch. Und ihr wisst, normal mache ich so zwischen 15 und 20 Minuten. Ich weiß, es ist modern, dass man längere Folgen macht. Aber nicht bei mir. Ich muss auch arbeiten und so. Das heißt, ich habe nicht ewig Zeit auch vor zu produzieren. Ich habe Familie. Geht das nicht so einfach, die man eben im Hintergrund so jetzt wahrscheinlich hört. Würde mich interessieren. Habe ich beim zweiten irgendwas falsch gemacht? Oder weil er schon weiter hinten stand? Warum ist er nicht gleich zusammengegangen? Grauwölfe werden jetzt sicher abhauen. Darauf rennen. Das ist egal. Hol mir das Bison jetzt auf jeden Fall. Beide Händen werden gehört. Also das ist. Deswegen habe ich gleich auf den zweiten auf. Ich habe den linken Lungenflug nicht so getroffen. Der Herz. Weiter war der Lungenflug. Da war eh dann gleich weg. Das war mir bewusst. Was mir jetzt nicht bewusst ist, wie weit sind die weg? 400 Meter. Die kommen zu uns, wir kommen zu ihnen. Wir treffen uns bei 200. Pick ich mal schön raus und... Keine Hände im Gebüsch bleiben. Sichtbarkeitsmist. Punkt hier. Gibt es hier einen ausgewachsenen männlichen oder gibt es hier nur einen erwachsenen männlich? Ein Jungtier? Jungtier? Weiblich erwachsen? Da hinten. Das ist unser Kandidat. Ich will das Bison. Komme, was wolle. So.
Schauen wir mal, ob wir hier jetzt eine gute Blutspur haben. Ich hätte gern Bläschen. Gibt's auch hier nicht. Oh, ja. Eventuell ja doch. Eventuell kriegen wir unser Bison. Spannend, wie weit ist gegangen. Noch ein Wolfsgebiet. Haben wir schon? Das dürfst du haben. Ich hoffe, es ist kein Zombie-Bison wieder, wie der Elch. Rein, aber ein ganz gutes Stück noch immer. Der lebt nämlich noch. Er ist nur schwach. Krass. Wer hat atmet? Oh, ich hab mich so erschrocken. War jetzt ein Reflex. Jesus Christ. Erster Schuss. Auf den rechten Lungenflügel. Es hätte aber nicht gereicht. Der zweite Schuss auf das Fleisch, den Magen. Der dritte Schuss traf wieder den rechten und aber auch den linken und ausschlaggebend das Dings. Aber geil, okay. Das heißt, die brechen zusammen, machen quasi eine Pause und rennen dann weiter. Cool zu wissen. Ich habe mich jetzt irrsinnig erschreckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut. Papa. Pussy. Aus Bauchi.